In knapp zwei Wochen, 17. Februar, geht Let's Dance bei RTL endlich wieder an den Start und seit kurzem sind auch endlich die Profi-Tänzer bekannt, die den Promis in diesem Jahr zum Sieg verhelfen wollen. Darunter auch Christian Polans, 44, und der lüftete ein verblüffendes Geheimnis. Let's Dance? Christian Polans ist trotz Ausstiegsgerüchten 2023 dabei. Lange dauert es nicht mehr, bis die Stars bei RTL endlich wieder über das Parkett schweben. Am 17. Februar geht Let's Dance endlich in eine neue Runde. Wer sich in diesem Jahr dem harten Urteil von Joachim Jambi stellen wird? Unter anderem Philipp Boy, Crescenzi Kavasi, Sharon Battiste, Anna Ermakova, Alex Mareille Peter, Abdel Karim oder Knossi. Was für viele Let's Dance-Fans aber mindestens genauso wichtig ist, wie der Promi-Cast, ist die Antwort auf die Frage, welche Profi-Tänzer mit von der Partie sind, denn die haben sich in den letzten Jahren mehr und mehr zu Zuschauerlieblingen entwickelt, keine große Überraschung. Denn so manch ein Profi ist schon seit Jahren Teil der RTL-Tanzshow. Christian Polans lüftet gleich zwei Let's Dance-Geheimnisse. Umso größer ist die Freude, dass auch Christian Polans in diesem Jahr neben Massimo Sinato, Christina Luft, Renata und Valentin Lusin oder Isabel Edvardsson wieder Teil von Let's Dance sein würde. In den letzten Monaten hatte er immer wieder betont, dass eine diesjährige Teilnahme noch unsicher sei, doch seit wenigen Tagen steht fest, dass sich die Fans auch in diesem Jahr wieder auf den 44-Jährigen freuen dürfen. Doch was wohl kaum jemand weiß, für Christian ist die kommende Staffel eine ganz besondere, wie er bei Instagram verriet. Meine 15. Staffel und ich liebe es immer noch so sehr, wie bei meiner ersten Staffel und deswegen bin ich immer noch dabei. Es ist einfach eine geile Zeit. Tatsächlich ist Christian Polans seit 2007 als Profitänzer bei Let's Dance dabei und tanzte in all den Jahren bereits mit Promi-Damen wie Sila Shahin, Joanna Zimmer, Vanessa Mai, Iris Mareike stehen. Nazan Eckes, Sylvie Mais, Lola Weipert, Michelle und Laura Müller. Mit Susan Sideropoulos und Maite Kelly tanzte er sich in den Jahren 2007 und 2011 sogar bis zum Sieg. Doch das ist längst nicht das einzige Geheimnis, das der 44-Jährige via Instagram lüftete. Und, was ihr vielleicht noch nicht wisst, während Let's Dance, aber wirklich nur während Let's Dance, lebe ich eigentlich tagsüber nur von Milchreis und roter Grütze. Aber außerhalb von Let's Dance esse ich das eigentlich fast nie. Obwohl ich Milchreis natürlich auch so liebe, aber da ist dann doch Mamas Apfelstrudel besser. Ob Christian Polans diese skurrile Diät in diesem Jahr bei Let's Dance helfen wird, wird sich ab dem 17. Februar, 20:15 Uhr auf RTL zeigen.